So, Engines laufen stabil. Ich weiß nicht, ob die Ground Spoilers für die Departure immer gearmt sind, aber ich meine sogar schon. 20 nach 7, 20 nach 5 hier in Istanbul, sage ich in Antalya. Flieger ist ready for taxi, würde ich sagen. Und Taxi Light on. Ab zu Taxiway Bravo. APU Bleed kann auch auf. Master Switch und Start brauchen wir nicht immer drücken. Geht ja auf. Wir können noch die Temperaturregler mal ein bisschen auf diese mittlere Einstellung stellen. Muss ja nicht cold überall sein. Soll ja schon angenehme Temperaturen haben in den Bereichen der Kabine. Haha, hot, ne, wollen sie es auch nicht alles zum Schwitzen bringen da hinten. So, und dann würde ich sagen, sieht alles soweit gut aus. Beleuchtung haben wir auch angemacht. Dann, ja, haben wir die Parkbank wieder gesetzt. Ja, Parking Brake off. Und dann geben wir dem Flieger mal ein bisschen Schub und setzen ihn in Bewegung. So. Genau, wie gesagt, relativ simples Taxi. Da vorne rechts, dann gleich wieder links. Dann sind wir schon da. Dauert heute nicht lang, bis wir rauskommen. Das sieht schon mega cool aus jetzt hier mit dem Licht und so. Ich habe mir das Ganze, das hatte ich bei dem letzten Flug da nach Miami ja schon mal erzählt, schon mal angeguckt, mit dem, wie das so mit den Lichtern ist und hier Lichtern hier ist im Dunkeln und so weiter. Und ich werde das heute hier bei mir im Video im Let's Play auch das erste Mal sehen. Falls ihr es halt nicht schon mal irgendwo anders gesehen habt. Ist halt mega cool, wie jetzt halt auch so Straßenlaternen und alles so schön dargestellt sind. Also halt überall, beziehungsweise halt so Lichtpunkte in der Stadt in dem, am Boden sind, die halt wirklich die Beleuchtung der Städte und der ganzen Geländes und so, wie halt so die Hausbeleuchtung, beziehungsweise halt, ich glaube, es ist nicht mal die Hausbeleuchtung, sondern halt einfach von so Straßenlaternen und so Straßenbeleuchtung, sieht es halt mega cool aus, diese ganzen Lichtpunkte, die man überall in der Stadt hat. Das werdet ihr dann sehen im Anflug auf Düsseldorf, weil ich glaube, heute sind wir zu schnell über den Wolken, wenn es dann dunkel wird, da weiß ich nicht, wie viel man dann von oben noch an Beleuchtung sieht. Aber ich finde auf jeden Fall, die Nachtbeleuchtung ist hier mega gelungen, generell die Beleuchtung an sich und die Lichteffekte halt auch mit der Sonne und wie das jetzt hier halt alles aussieht und die ganzen Lichteffekte auch hier mit den Lichtern vom Flieger und so. Ist auf jeden Fall mega gut hier dem Entwicklern, dem Team von Asobo hier, den Entwicklern von Microsoft Flight Simulator 2020, mega, mega gut gelungen. Genau, da gab es ja früher für den FSX und die Kollegen, Prepared und X-Plane, nenne ich jetzt mal die Kollegen, damit meine ich damit, gab es ja dann so Erweiterungen, zum Beispiel eine von Aerosoft, die halt die Lichter so gemacht hat, wie sie jetzt hier so sind, dass man halt so Lichtpunkte hat und es so realistisch dann aussieht und so weiter. Und das ist halt jetzt hier standardmäßig so mit dabei, dass wenn man halt fliegt, dann halt die Lichter von den Städten halt viel realistischer aussehen. Gab es ja damals Add-ons und das ist jetzt ja automatisch mit dabei. So, machen wir die Before Takeoff Checklist hier, die Sachen hier noch durch. Signs, das haben wir natürlich ganz vergessen. Seatbelt Signs on, no smoking. On. Aha, das darf ich natürlich auch nicht vergessen. Was ist das hier eigentlich noch? Ja, das wollte ich nicht. Das kann man gar nicht drücken, aber Emergency Lights armed. Cabin Call. Und TO Config Normal. Predictive Wind Shear Warning is off. Ich weiß gar nicht, ob man das irgendwo anschalten kann. Ne, keine Ahnung, naja. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Gucken natürlich sicherheitshalber nochmal auf die Ecom Door Page. Wie gesagt, wenn wir dann Checklist, wenn wir dann mit einem professionellen Add-on fliegen, machen wir das Ganze nochmal realistischer. Jetzt machen wir das Ganze mal so. So, Holding Point Runway 18 Center. Ja, wir sind ready for departure, um uns auf den Weg nach Deutschland, nach Düsseldorf zu machen. Flieger ist ready. Flugroute ist drin. Wir lösen die Parkbremse, rollen auf. Machen den Line-Up und den Take-Off. Und auf den Weg nach Deutschland. So, lining up, lights on, landing lights, nose light takeoff, runway turn off lights und strobe light on. So, runway 18 center is identified, da steht's nochmal, der Identifier. So, jetzt habe ich den Schub hoffentlich nicht so rausgenommen, dass die Autobrakes gearbeitet haben. Cabin hat er zwar immer noch nicht checkt, dann machen wir das nochmal, dass wir auch eine Landing Takeoff Memo No Blue haben. Jetzt ist Cabin ready wieder. So, Runway 18 Center. Jetzt sieht man hier auch wieder schön, was ich immer noch gerne erwähne, weil es halt eine mega coole Neuerung ist mit dem Runway Slope, wie man halt hier wirklich sieht, wie die Bahn halt uneben ist, nicht einfach eine gerade Ebene. So. Heading passt auch, Runway 18 Center, wir sind drauf. Passt alles, dann geben wir ein bisschen Schub, 50%. Engine stable.
Let's go. Take off. So, mein Flex zeigt mir zwar nicht SRS and Runway. Ich hoffe mal, dass trotzdem alles passt. So, natürlich schön Centerline halten. Ach, ich weiß, wieso es nicht zeigt. Flight Director. SRS and Runway. Und Rotate. So, uiuiui. Schau wieder ein bisschen nach zur Seite. Positive Rate. Gear is going up. So, Flight Director geht schön nach oben. Das heißt, sieht gut aus, dass es gleich klappt mit dem Autopiloten. Steigen gut. 500 feet above ground. Autopilot 1 on. Autopilot engage. Und da sind wir auf dem Weg. Raus ist Antalya. Da, 18 Center. Startet. Ja, ich weiß, ein bisschen schaukelig, vielleicht wackelig der Takeoff, dadurch, dass wir doch ein bisschen nach unten geguckt haben. Genau, hätte ich vielleicht doch eher für die nächsten Mal wieder merken. Doch nicht so den Schubhebel hier angucken, dann die Rasten zu finden. Das kriegen wir ja meistens auch immer irgendwie so hin. Ohne, dass wir den Schubhebel gucken, genau, dass man schön auch nach vorne guckt und dann beobachtet, dass der Flieger auch gut auf der Bahn ist. So, Flaps gehen ab, wir spawnen auf 250, steigen auf Flight Level 380. Genau, da leider etwas diesig mit den Wolken, sieht man nur leicht. Anteil, ja, sind jetzt hier schon raus aus übers Meer. Und das sieht natürlich mega hammergeil aus mit diesen Lichtern hier. So, hat die Speed erreicht. Und die Nase ein bisschen runter. So, Tikas ist noch auf Standby. Das kann man natürlich nochmal ändern. Ja, und hier den Ignition Switch auf Normal. TAA Bay above. Ja, doch mal ruhig above. So. Mal wieder climb. Genau, und sind hier bei richtig coolem Licht. Schönem Sonnenuntergang unterwegs. Raus aus Antalya nach Düsseldorf. Das sieht halt schon in der Grafik mega, mega nice aus. Genau, und ja, werde ich mir merken für nächsten Starts, dass wir da möglichst genau nach vorne gucken. Ich habe nämlich gerade gemerkt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, wie ich ein bisschen auf der Bahn geschlendert bin. Links, rechts und so weiter. So, jetzt climbt er relativ langsam. Vielleicht will er beim nächsten Wegpunkt nicht höher sein. Er hat halt hier die 7000 drin stehen. Das heißt, die will er ja nicht, darf er ja nicht haben über Antalya 611. Ich weiß nicht, wieso. Weil ich meine, die Berge kommen da hinten. Da müsste man ja schon ein bisschen höher sein. Aber es wird schon seine Gründe haben. So, jetzt haben wir mittlerweile halb. Ich weiß gar nicht, wann hier Sonnenuntergang ist in Antalya. Lokalzeit. Ich kann mal kurz nachgucken. Das steht mir hier. Ich gucke das Ganze übrigens über Avia Weather, falls euch das interessiert. Da habe ich die Metas her. In Düsseldorf auch Kavok, also gutes Wetter. So, wir haben hier 17 Grad, Südwind, Südostwind und Sonnenuntergang ist 17.40 Uhr, also jetzt in 10 Minuten wäre offiziell Sunset hier. So, jetzt geht er höher. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er bei 7000 auslevelt. Ne, scheint er nicht. Soll er ruhig climben. Wir wollen ja auf jeden Fall über die Berge drüber. Genau. Sehr gut hier drüber steigen. Ja, ist halt noch etwas relativ hell, genau, später, sonst würde man wahrscheinlich sehen, wie da unten noch leicht die Lichter in Antalya will man noch sehen. Aber dann, genau, entweder jetzt gleich im Laufe des Fluges noch ein bisschen, ich würde keine Simulationsrate schon mal eins höher stellen, oder dann spätestens nachher im Anflug auf Düsseldorf. Da seht ihr ja dann auch, wie es dann aussehen wird. Genau, wenn wir dann im Dunkeln anfliegen. Aber guck mal, ich glaube jetzt, dann ich erinnere dich ja noch damals vielleicht an den letzten Flug von nach München, den wir geflogen sind, im letzten FSX, wo ich noch drüber geredet habe. Na, wie ist das denn eigentlich wohl dann, wenn so unter den Wolken das so dargestellt ist im FSX, ist es dann eher dunkel und hell, ob man da so einen Unterschied sieht? Also hier auf jeden Fall ist jetzt da unten, sieht auf jeden Fall Landschaft eher, sieht man eher als dunkel, nicht so als so mega hell. Aber keine Ahnung, ob das jetzt noch was ausmacht, einen Unterschied macht. Ob es wirklich jetzt einen Unterschied macht oder ob das jetzt einfach nur daran liegt, weil das reale Luftbild einfach diese Helligkeitsstufe hat. Genau, so. Und zack. Das ist doch mal ein mega geiler Blick. Hier schön über den Wolken jetzt. Oh, genau. Ice detected, haha. Genau, das ist ja wirklich, da meine ich, ein neues Feature hier.
dass man jetzt hier nämlich wirklich Eisbildung hat an den am Flugzeug, dass sich sowas auch jetzt hier dargestellt. Ich weiß nicht, sieht man das irgendwie hier sogar jetzt? Keine Ahnung. Aber dass sowas ja sogar auch dargestellt wird an dem Flugzeug, Eisbildung und so an den Tragflächen und so weiter, das ist ja auch, glaube ich, neu jetzt hier im Flugsimulator. Da hatten wir letztes Mal auch bei dem 747-Flug drüber gesprochen mit dem NT-Eis. Und ja, das erste Mal, dass wir jetzt hier auch so eine Warning haben, weil das war ja im Flight Simulator sonst immer eher unrelevant. So, jetzt können wir das Ganze aber eigentlich auch wieder wegmachen, weil Eis sollte sich eigentlich nur bilden, wenn wir durch die Wolken fliegen, jetzt hier in der klaren Luft nicht. Aber er sagt wieder Eis detected, vielleicht ist immer noch Eis da, wir machen es einfach dann doch mal. Lassen wir es einfach mal an. Kann man nichts falsch machen. Genau. Ja, mega cool, das ist natürlich jetzt hier schönen Sonnenuntergang noch, das sieht natürlich mega cool aus. Und ja, was ich auch mal so gehört habe, ist von so einem Piloten irgendwo mal Beitrag, ich weiß nicht, ob wir den Text sogar mal irgendwann zusammen in Ewigkeiten schon her. So, wir haben schon lange Transition Altitude, haben wir Standard Druck, das ist schon ewig her, aber da, dass wir das gleich auch mal zusammen besprochen haben, über den Text uns angeschaut haben, dass wo irgendein Pilot mal was er geschrieben hat, erzählt hat, weiß nicht, auf Aerotelegraph vielleicht oder so, dass sie, oder ich weiß nicht, irgendwo habe ich es glaube ich mal gehört, halt gegen kurz vor Sonnenuntergang halt gestartet sind, beziehungsweise Sonnenuntergang hat stattgefunden, dann sind sie gestartet und in der Luft hat man nochmal einen Sonnenuntergang gesehen, weil man hier halt eine viel andere Perspektive hat, viel höher ist und deswegen genau, man jetzt vielleicht, wenn man jetzt ein Antalyer wäre, würde es jetzt schon so aussehen, die Sonne schon untergegangen ist, vor allem vielleicht wahrscheinlich hinter den, weil es in den Bergen da untergeht und jetzt ist man halt hier, sind wir halt hier so in der Luft und deswegen hat man nochmal, steht die Sonne auf einmal doch nochmal gefühlt viel höher, weil man halt eine andere Perspektive hat. Genau, und ja, wie gesagt, auf das eine bin ich halt mal gespannt, ob man wirklich so Schattenwurf von den Wolken auch mal am Boden sieht oder ob das halt da aber eigentlich immer eine Helligkeit unten hat, beziehungsweise wie gut man unter den Wolken durchgucken kann, wenn wir auch mal wissen, dass es da unten irgendwie regnet oder so, ob man den Boden denn gut erkennt. Ich weiß aber halt auch nicht, wie das so in echt ist, also wenn man über den Wolken ist und unten das schüttet und so, ob das dadurch die Visibility, die Sichtweite einfach so eingeschränkt ist, dass man den Boden gar nicht so sehen kann. Genau, da habe ich jetzt selber ja nicht so Erfahrung mit. Und ja, vielleicht ist es auch einfach so, dass man wirklich halt, wenn man von oben jetzt durch so Luftlöcher, Wolkenlöcher hier durchschaut, dass man auch, wenn es da unten drunter schüttet, man eigentlich dann echt doch noch relativ gut da unten sehen kann. Das kann natürlich auch sein. Aber keine Ahnung, da bin ich halt nicht mal gespannt, ob man sowas mit Wolken schattet, ob man sowas sieht, dass da mal, wenn man hier oben drüber fliegt und so Wolken hat, da habe ich ja selber noch nie so drauf geachtet, ob man, muss man in Zukunft mal ein bisschen drauf achten, ob man so am Boden sowas sieht. Ob es da irgendwie Schatten gibt oder nicht. So, wir scheinen Reiseflughöhe erreicht zu haben. Deswegen, genau, die Schubreduktion, die man ja hier deutlich gehört hat. Zweitlevel 380, Reiseflughöhe ist erreicht. Und bei Sonnenuntergang der Sonne entgegen sozusagen. Das sieht ja mal hammergeil aus. Sonne entgegen, unterwegs nach Deutschland, nach Düsseldorf mit dem 320neo der Pegasus. Ich hoffe, euch hat der Flug bisher gefallen. Ich werde jetzt nämlich hier einen Cut reinmachen, ohne Aufnahme weiterfliegen. Und dann sind wir wahrscheinlich schon über Düsseldorf. Ja, nicht über Düsseldorf, sondern über Deutschland. Jetzt seht ihr auch da unten so langsam, wie die Beleuchtung da unten schon angehen, die Straßenbeleuchtung. Und dann werden wir vermutlich dann über Deutschland in der Nähe im Anflug von Düsseldorf sein, beziehungsweise kurz vorm Descent, also dann mittlerweile schon über Deutschland sein. Und es wird dunkel sein, wenn es weitergeht mit unserem Flug Richtung Ziel nach Düsseldorf. Jetzt noch hier über den Bergen der Türkei und dann bald, genau, im nächsten Teil dann schon über Deutschland. Also dann, bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Hier mit einem mega coolen Sonnenuntergang verabschiede ich mich von dem Teil des Fluges und wir hören uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Euer LineGamer1. Ciao.